Was seht ihr? Ich sehe die Sonne. Richtig. Vater, ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Und den Sonnenaufgang anstarren? Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben. Und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja. Jetzt sehe ich es. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete König Stephan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich, dass Stephan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Percy Hamley. Bischof Walleran, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steht da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge. Ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philipp. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stephan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Wir müssen uns beeilen. Ich will im New Forest jagen gehen. England ist voller Wild. Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran, ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gerne, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen. Percy Hamley, er hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe.
Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen. Bringt meinen Bogen. Sagt den Männern, dass wir jagen. Philipp, Walleran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die, die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. Philipp. Was ist? Bitte entschuldigt mich. Natürlich. Morgen wird der König seine Entscheidung verkünden. Bis dahin werden sie einen einfachen Mönch wie mich nicht in die Feste lassen. Bartholomäus und seine Leute wären nur die erste Welle gewesen. Robert von Gloucester läuft noch frei herum und er wird angreifen. Das sagst du immer. Und wahrscheinlich nur, weil der König gern hört, dass du seine Sorgen wegen Robert von Gloucester teilst. Robert von Gloucester will seine Schwester auf dem Thron sehen. Er wird angreifen. Und die Waliser werden an seiner Seite kämpfen. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Ich habe gehört, es geht aber um die Kathedrale in Kingsbridge. Sie ist abgebrannt? Ja. Dann sollte der König irgendwie helfen, aber nicht, indem er der Kirche englisches Land gibt. Sagtet ihr nicht, Bischof Henry sei der reichste Mann in England? Warum zahlt er da nicht selbst für die Kathedrale? Gott sitzt auf dem Geldsack, wie es scheint. Percy Hamley wird die Grafschaft Shiring bekommen. Aber würde er einen guten Grafen abgeben? Wen kümmert's? Stefan will den Thron seit 20 Jahren. Jetzt, da er ihn hat, muss er die belohnen, die zu ihm stehen. Wer weiß, vielleicht gibt Percy ja einen guten Grafen ab. Nach dem, was ich höre, hat Lady Hamley die Hosen an. Wie konntest du sie entwischen lassen?
diese kleine Ratte. Ich werde sie finden, Mutter. Sie war hier? Warum? Um ihren Vater zu sehen, natürlich. Aber das wird ihr nicht helfen. Sie hat dich schon einmal zum Narren gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, Mutter. Mönch, es wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Hm? Regan Hamley? Wir sind einander noch nicht vorgestellt worden. Ihr seid ein Narr. Reicht euch das als Vorstellung, Mönch? Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, was? Ihr redet mich gefälligst mit Vater an. Wie könnt ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lassen? Walloran will die Ländereien der Grafschaft für sich selbst. Henry weiß das. Sagt doch was. Ihr glaubt mir nicht, Mönch, oder? Ihr macht euch nur Sorgen um die Ländereien eures Mannes. Selbstverständlich tue ich das. Und ihr solltet euch auch sorgen. Wenn Walloran gewinnt, verlieren wir beide. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut. Könnt ihr das alles irgendwie beweisen? Reitet mit meinem Sohn, William. Nur ein paar Stunden. Ich werde euch beweisen, dass Walloran euch hintergeht. Einverstanden. Ich werde mit eurem Sohn reiten. Und sei es nur, um euch zu beweisen, dass an euren Unterstellungen nichts dran ist. Sehr gut. Vielleicht seid ihr doch kein so großer Narr. Aber gebt Acht, dass die Bischöfe euch nicht sehen. William? Was? Reite mit Vater Philipp. Tu, was ich dir aufgetragen habe. William Hamley weigerte sich, mir zu sagen, wohin wir ritten. Er genoss es, mich im Dunkeln zu lassen und zwang mich, ihm nachzureiten. Manchmal trieb er sein Schlachtroß so schnell voran, dass es mir schwer fiel, aufzuschließen. Aber früher oder später wartete er immer hinter einer der nächsten Wegbiegungen auf mich. Einmal stand er da und urinierte gegen einen Felsen. Als ich zu ihm aufschloss, drehte er sich um, ohne sich zu bedecken. Ich muss ziemlich entgeistert reingeschaut haben. Er lachte und stieg wieder auf, gab seinem Pferd die Sporen und ritt weiter. Wieder folgte ich ihm, in der Hoffnung, dass diese Reise nicht ein weiterer schrecklicher Fehler gewesen war. An einer Brücke fand ich William bei einer Gruppe von Wäscherinnen. Er schrie ihnen etwas zu. Als ich ankam, konnte ich ihre Antworten hören. Sie sagten, sie hätten kein Mädchen oder einen Jungen gesehen, auf die seine Beschreibung passte. Eine jüngere blonde Frau meinte, selbst wenn sie das Mädchen gesehen hätte, würde sie es ihm nicht sagen. Anscheinend hatte sie von William Hamley gehört. William packte die überraschte Frau am Arm. Er schob die rechte Hand unter ihren Rock. Sie begann zu weinen. Die anderen Frauen baten William aufzuhören, aber hatten Angst, ihn zu erzürnen. William drehte sich um und grinste, als er mich näher kommen sah. Als er meine Worte hörte, schwand Williams Grinsen. Er stieß die junge Frau fort. Die anderen Frauen sahen mich seltsam an. Sie fragten sich wohl, warum ein Mönch mit solch einem Mann wie William unterwegs war. Wir ritten weiter und William warf mir einen gehässigen Blick zu. Ich sagte ihm, ich bemitleide ihn. Ich sagte ihm nicht, warum, weil ich keine Worte dafür hatte. Danach sprachen wir lange Zeit nicht mehr miteinander. Unterwegs redete William mit weiteren Leuten. Zuerst dachte ich, er würde nach dem Weg fragen. Dann bemerkte ich, dass Geld den Besitzer wechselte. William bezahlte diese Leute für Informationen. Ich war froh, dass er das Interesse daran verloren hatte, anderen weh zu tun. Dann sah ich, wie eine alte Frau William zu einem bärtigen Mann auf einem Pferd wies. William nannte den Mann einen Pferdedieb. Dann grinste er und deutete dem irritierten Mann, auf sein Pferd zu steigen und mit ihm zu reiten. Sie ritten schneller und schneller und ich konnte nicht hören, worüber sie sonst noch redeten. Ich konnte nicht viel verstehen.
Es schien mir, dass der Mann einem Handel mit William zugestimmt hatte. Er erhielt eine Handvoll Münzen. Und bevor er nach Norden fortritt, hörte ich die beiden einen Namen nennen. Aliena. Und ich betete darum, dass Williams Plan, wie immer er lauten mochte, fehlschlagen möge. Dann winkte mir William, schneller zu reiten. Ich vermutete, dass wir uns dem Ort näherten, den Lady Hamley im Sinn gehabt hatte. Und wenig später drehte sich mir der Magen um, als mir klar wurde, was genau unser Ziel war. Wartet. Was? Ihr wisst genau, dass Bischof Walloran jetzt in Winchester ist. Was also sollen wir hier? Keine Ahnung. Mutter sagt mir nie was. Die behandelt Pa und mich wie kleine Kinder. Es ist ein Wunder, dass Pa sie je gevögelt hat. Aber jetzt sind wir hier und ich hab Hunger. Hunger wie ein Wolf. Wohin geht ihr? Da rein. Nein. Ich bin sicher, der Bischof würde mich nicht hungern sehen wollen. Wir reiten bald zurück. Also, was du auch tun musst, beeil dich. Wie kann ich euch helfen? Tritt einen Schritt beiseite. William hat vergessen, die Satteltasche zu schließen. Ist das? Ich muss mehr herausfinden. Wenn ich mehr herausfinden will, muss ich bleiben. Ist das der Grund, weshalb Regan Hamley glaubt, Walloran wolle die Ländereien von Shiring für sich selbst? Er ist der Bischof. Er kann tun, wie ihm beliebt. Vielleicht baut er ja nur ein Gästehaus. Nein, dafür ist es zu groß. Was in Gottes Namen baut er da draußen? Was da draußen im Bau ist, wird noch größer werden als dieser Palast. Ihr, bitte. I-
Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was ist geschehen? Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Oh Gott. Ah, der Mönch. Hat der Junge euch gerufen? Also? Hat er euch um Hilfe... Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten, zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle für den Bischof. Er wird mir nichts nachtragen. Manchmal werde ich eben grob. Na und? Wir sind alle Männer Gottes. Inwiefern arbeitet ihr für den Bischof? Habt ihr das schon vergessen? Ich hab euch gefunden. Damals in Kingsbridge, als ich ihn begleitet habe. Ihr habt mich nicht gefunden. Ich hab mit dem Bischof geredet. Wir haben eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung worüber? Ich habe Earl's Castle für ihn eingenommen. Eure Eltern sind gegen Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich habe Bartholomäus' Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt. Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich habe es für den Bischof getan. Was? Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Glaubt ihr, mein Vater hätte Earl's Castle erobert? Ich bemitleide euch. Fangt ihr schon wieder damit an? Ihr bemitleidet mich? Ihr tut mir leid. Du bist kein Mann. Und er da auch nicht. Wir sind Männer Gottes. Ein Mann tötet. Und ein Mann fickt. Und niemand behandelt mich von oben herab. Niemand! Ich weiß, dass ihr mich und die Hure am Fluss gesehen habt. Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Ihr hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus' Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann! Verdammt, ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Oh, ich bin ein Mensch. Aber ja, in mir steckt ein Tier. Und das will jagen und töten. Ich habe es für den Bischof entfesselt. Meine Sünden sind vergeben. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Ha! Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey, wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. Niemand darf erfahren, was Walleran und Henry versucht haben. Ich bezweifle, dass es irgendwen überraschen würde. Was für ein Narr ich doch war. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Ich habe euch schon früher einmal von Himmel und Hölle erzählt. Erinnert ihr euch? Natürlich. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor denen,